Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Mein Paket von Scooter Garage kam heute an. Hier ist es. Das war der allerletzte Bremssattel. Es wird jetzt nachgeordert von Kevin, also er füllt das Fach wieder auf. Und dieser Fehler ist im Grunde von mir aufgetaucht. Ich habe den letzten Bremssattel gekauft und habe somit das Fach auch leer gemacht. Danach steht dann gerade nicht zur Zeit verfügbar oder eben gerade nicht, aber er füllt es ja nun auf und sonst hätte auch gar keine Überweisung stattfinden können. Gut, das hat Kevin in meinen Kommentar oder auch Kommentare reingeschrieben. Da könnt ihr gerne mal durchlesen oder nachlesen, was er denn da reingeschrieben hat. Dann noch was ganz Lustiges, und zwar war ich ja heute unterwegs und noch so ein klein paar Besorgungen machen, und da kamen drei Jugendliche auf mich zu. Wo ich dachte, okay, warte ich mal ab, was kommt. Die kamen gezielt auf mich zu und sagten, wir kennen dich. Ich dachte, aha, okay, woher denn? Über YouTube. Wir verfolgen deinen Kanal, wir sind Abonnenten. Und das hat mich natürlich baff gemacht. Wir haben dann freundlicherweise natürlich ein paar Bilderchen gemacht. Sie haben sich riesig gefreut. Also anscheinend ziehe ich auch den einen oder anderen Jugendlichen damit an. Prima, freue ich mich natürlich drüber. Möchte ich mich auch bedanken, dass ihr den Schritt einfach gewagt habt und auf mich zugegangen seid. Ja, ansonsten, was gibt es noch Neues? Nicht viel. Also ich muss auf jeden Fall den Bremssattel heute anbauen und dann würde ich ganz gerne mal diese Sandstrahlpistole ausprobieren. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Da habe ich mir erstmal ein Provisorium für gebaut, dass nicht überall alles rumfliegt an Sand und Material. Auf jeden Fall testen wir das natürlich wohl auch noch. Weiter geht's damit. Gar nicht lange reden, lasst uns anfangen. Ich habe jetzt hier alles nochmal etwas sauber gemacht, dass das auch wirklich ordentlich ist und ich dann auch Bremsflüssigkeit hier reintun kann. Ich habe das auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Ich habe euch gar nicht den Bremssattel gezeigt, den neuen. Das heißt, ja, heute bin ich ein bisschen durch den Wind, also da war ich echt baff, dass ich erkannt worden bin. Das ist jetzt der neue Bremssattel. Der sieht ja wohl auch richtig schick aus. Da bin ich auch echt heilfroh, dass das so gut geklappt hat. Ich nehme jetzt hier dieses Gummiteil, obwohl das kann ich noch drin lassen. Ich setze ihn jetzt erstmal an und gucke mir auch das Ganze an. Erstmal. Ich ziehe hier das mal ein bisschen auseinander und versuche ihn jetzt mal so einzusetzen mit den Bremsbelägen. Ja, das sieht schon mal gut aus und setze jetzt die erste Schraube an, die habe ich auch sauber gemacht. Da macht allerdings kein Fett dran, weil das läuft hinten konisch und an der Bremse braucht kein Fett dran. Also kein Fett drauf machen. Immer, also Bremsen immer fettfrei halten. Gut, jetzt bei Backenbremsen, okay, ist klar, dass man diesen Hebel innen drin etwas fettet, aber hier vorne bloß nicht mit Fett rumhantieren, weil das ist auch euer Halt gleich. Jetzt kann ich ganz genüsslich hier diese Schraube einfach reindrehen und brauche hier dran nichts mehr weiter machen. Das heißt, der Bremssattel sitzt zwar, aber ich muss das Schutzblech und das Vorderrad noch mal rausnehmen, weil ich hier dieses Blech hier oben anbringen muss. Und ja, das wäre jetzt Quatsch, wenn ich das komplett festziehen würde. Gut, deshalb erstmal nur handfest, dass er schon mal sitzt. Und vor allem, wir haben einen funktionstüchtigen Bremssattel. Da bin ich schon mal glücklich. An den Bremssattel kommen natürlich auch noch Dichtungsringe dran.
Es war jetzt nur eben erstmal ein Ansetzen. Bevor ich das Ganze aber wie gesagt zusammenbaue, muss dieses Blech noch dran. Das Blech, das habe ich auch hier noch liegen. Das wollte ich ja, dafür habe ich auch die Sandstrahlpistole gekauft. Das wollte ich ja mal versuchen, ob ich das wieder ein bisschen ordentlich hinbekomme. Sicher, ich hätte das auch so sauber kriegen können mit dem Drahtbürstenaufsatz und den Akkuschrauber. Aber ich möchte auch mal so ein Teil ausprobieren. Deshalb würde ich sagen, ich packe es mal aus und wir testen mal, ob das so funktioniert. Schutzbrille. Bei sowas setzt euch auf jeden Fall immer eine Schutzbrille auf. Hier ist mein Provisorium. Ich will einfach mal gucken. Ich weiß nicht, wie es danach aussieht. Aber ich möchte das hier drin einfach mal versuchen zu bearbeiten. Ich halte mir ein bisschen Licht hier mit rein und dann versuche ich mal, das Ganze ein bisschen sauber zu bekommen. Wir lassen es einfach mal überraschen. Euch lasse ich in sichere Entfernung und wir testen das einfach mal aus. Jetzt habe ich hier meine Sandstrahlpistole schon mal hier. Jetzt habe ich hier mein schwarzes Gold und schütte das jetzt einfach erstmal hier rein. Mal gucken, ich würde sagen erstmal einen Teil nur, um zu sehen, ja, das ungefähr die Hälfte, um erstmal zu sehen, wie lässt sich oder wie pustet sie das auch raus. Und ich weiß ja nun auch gar nicht wirklich, was hier entsteht, was hier noch rumfliegt. Deshalb versuche ich das gut, so gut wie möglich in diese Kiste hier zu halten, um zu sehen, was passiert. Ich bin da selber mal gespannt. Ich habe mir auch schon eine richtige Schutzbrille zur Seite genommen oder zumindest schon mal hingelegt, die ich jetzt einfach aufsetzen werde. Die ist dicht ringsrum und ich hoffe, ich nehme da keinen Schaden durch. Euch stelle ich noch mal ein bisschen um und ja, dann testen wir das einfach mal. Und ich ziehe mir vor allem wenigstens Lederhandschuhe an. Nur zur Sicherheit. Jetzt werde ich hier natürlich von dem ganzen Licht geblendet, aber das soll uns jetzt nicht stören. Ich habe erstmal den Kessel ausgemacht, also den Kompressor, weil ein bisschen Luft, ein bisschen Druck ist ja vorhanden und zur Not fülle ich ihn dann auf, weil das wird sonst, denke ich mal, zu laut, dann versteht keiner mehr kein Wort. Wir testen das jetzt. Ich bin ja echt mal gespannt. Ich habe hier mein Teil, lege es mal hier rein. Naja, Licht habe ich nicht gerade sehr viel, aber besser als nichts. Jetzt teste ich das Ganze mal. Oh, jetzt muss ich mal sehen, wie ich hier überhaupt mit meinem Finger reinkomme. Das ist gar nicht so einfach. Okay, wir testen das jetzt mal. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier ein bisschen Druck drauf kriege. Ich sehe nichts. Einmal aufdrehen hier weiter. Oh ja, es bringt was, aber es fliegt auch überall rum. Ein bisschen kann man schon sehen, aber da brauche ich was anderes für. Das kann ich so nicht lassen. Hier kann man schon etwas sehen, dass da was ab ist. Aber das überzeugt mich noch nicht so richtig. Vor allem, mein Material ist mehr weg als da. Also zumindest, was ich dann vielleicht nochmal aufheben könnte. Ich nehme einfach mal einen anderen Aufsatz. Mal gucken, ob der vielleicht besser streut dann. Ich habe da schon das eine oder andere Video jetzt schon mal gesehen darüber. Mit Handschuhen ist das gar nicht so einfach. Ich nehme jetzt mal diesen Aufsatz. Mal gucken, ob der nicht ganz so viel rausschmeißt. Weil ich würde schon gerne noch etwas Sand behalten davon. So, nochmal aufs Neue. Brille.
gerade stellen. Jetzt nehme ich mal die andere Seite, um zu sehen. Ja. Aber ich muss wieder Druck aufbauen. Das wird natürlich jetzt ein bisschen lauter. Ich würde sagen, ich probiere das mal weiter aus und dann gucken wir trotzdem nochmal zusammen. Also, wenn ihr sowas macht, macht es am besten in der freien Natur oder baut euch einen Zunenbehälter, wo nicht allzu viel Zeug rumfliegt. Also mit meiner Kiste, das hat mir nicht viel gebracht. Es hat schon was gebracht, aber nicht so viel. Also ich durfte trotzdem fegen. Habe aber soweit mein Teil sauber bekommen. Jetzt ist es schon mehr grau. Und jetzt kann ich auch Rostumwandler drauf machen, dass der Rest auch noch wieder schick wird. Aber es ist auf jeden Fall ganz gut geworden. Hätte ich weitergemacht, hätte ich das natürlich noch besser hinbekommen. Aber das war mir letztendlich dann doch zu viel Sauerei. Aber wir haben trotzdem das Teil schon mal sauber. Das sah ja echt auch schrecklich aus. Und ich würde sagen, jetzt hier hängen wir das Teil dran und pinseln einfach ein bisschen. Ich habe mir hier unten etwas Pappe hingelegt, so falls es doch wieder tropft, aber es kann nichts auf den Boden gelangen. Hier habe ich mir einfach eine Haltestange dran gemacht, dass sich das Teil nicht einfach so wegdrehen kann. Und jetzt gehe ich hier einfach mit meinem Pinsel drüber. Das heißt, jetzt darf das Ganze umgewandelt werden in wieder schönes Metall. Das mache ich jetzt natürlich nochmal schnell und damit hat sich das dann auch erstmal erledigt. Auch hier schön die Kanten, dass da so schnell nichts mehr dran passiert. Sicher hätte ich das jetzt auch lackieren können, aber wie gesagt, der Rostumwandler hat ja nun auch seine Schicht oder bildet eine Schicht und da brauche ich dann erstmal noch nicht lackieren, weil irgendwann wird der Roller eh nochmal zerlegt. Das heißt, irgendwann soll er ja auch pulverbeschichtet werden. Und aber das hat noch Zeit, das hat jetzt noch keine Eile, weil der Roller, ich möchte ihn ja wirklich auf längere Zeit erhalten. Das soll ja nicht nur von heute auf morgen halten, das soll schon etwas für die Jahr oder Jahrzehnte vielleicht nochmal sein nach Möglichkeit. Und deshalb kaufe ich auch neue Teile dran, weil dann soll er ja auch richtig intakt sein. Ne? Und ich möchte auch dann vielleicht, falls ich ihn später mal verkaufe, möchte ich mir sicher sein können, ich habe kein irgendwas angedreht, was vielleicht denjenigen zum Verhängnis werden kann. Also das auf keinen Fall. Sowas mache ich nicht. Und ich möchte mit einem ruhigen Gewissen auch schlafen gehen können. Sagen wir es mal so. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Das darf jetzt doch ein bisschen abtropfen. Und somit kann das jetzt wandeln. Und wir haben eben die Möglichkeit, das Teil wieder schnellstmöglich anbauen zu können. Dann ist gar nicht mehr viel. Im Grunde fehlt dann nur noch vorne die Verkleidung fürs Cockpit. Die Unterverkleidung muss ich noch sauber machen, Scheinwerfer noch dran. Eine Anmeldung, die fehlt uns dann auch noch, weil ich möchte den Roller jetzt ja auch bewegen. Und wir sind gar nicht mehr so weit entfernt davon. Sandstrahlen ist auch erledigt. Das war heute mal ein Test, um zu sehen, wie mache ich das am besten. Also in der Garage nach Möglichkeit nicht mehr, weil ich habe eben noch gut fegen dürfen. Aber es ist wieder alles, naja, clean, sagen wir mal. Auf jeden Fall am besten, man nimmt sich irgendeinen großen Kunststoffbehälter, der durchsichtig ist. Vielleicht zwei Löcher rein für die Arme, dass man da drin so ein bisschen arbeiten kann. Am besten ist natürlich wirklich noch so eine kleine Station, Deckel zu, also Deckel zu, die Seiten sind ringsherum dicht und alles von innen mit Abzug und alles. Und sogar Beleuchtung.
Mal gucken. Wir warten mal ab, was ja, die Zeit noch bringt. Auf jeden Fall, es hat sich bewährt, könnte man schon so sagen. Ich hätte es wahrscheinlich noch besser hinbekommen können, aber es ist ausreichend. Das soll es dann damit heute gewesen sein. Morgen geht es dann weiter mit den anderen Teilen, das heißt morgen in dem nächsten Video. Und dann sehen wir uns natürlich auch wieder. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann, euer Scooter Schrauber.